Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Wenn du neu hier auf dem Kanal bist, mein Name ist Mel und du findest hier gechannelte Botschaften von Gott rund um den Dualseelenprozess und zum energetischen Weltgeschehen. Es ist mir ein Herzensanliegen, dir in deinem Prozess zu helfen und dir mit Hilfe von Gott in die Union zu helfen. Wenn dir die Videos weiterhelfen, so freue ich mich sehr über ein Like und ein Abo von dir. So verpasst du keine der neuen Botschaften mehr. Ich wünsche dir jetzt viel Freude bei der heutigen Folge. Meine geliebten Kinder, ihr fragt euch, ob es irgendeinen Zeitpunkt auf eurer Reise gibt, an dem ihr euren geliebten Herzensmenschen auf keinen Fall kontaktieren solltet. Nun, diese Frage gilt es aus verschiedenen Sichtweisen zu betrachten. Zum einen wäre die Frage, warum willst du deinen geliebten Herzensmenschen nicht kontaktieren? Ist es, weil du aus einem Gefühl der Angst heraus handelst? Ist es, weil du befürchtest, dass er dich ignorieren würde, wenn du dich bei ihm meldest? Sicherlich fallen dir dann wieder einige Situationen ein, in denen das der Fall gewesen ist. Zum Zweiten frage dich, ob du dich nicht bei ihm meldest, weil du aus einer wütenden oder trotzigen Reaktion heraus handelst. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn du dir eine schnellere Reaktion von ihm auf eine Frage oder Bitte von dir erhofft hast und diese ausgeblieben ist oder erst viel später bei dir eingetroffen ist. Dann würdest du ihn mit deinem Verhalten jetzt nur bestrafen wollen, weil er deine Erwartungen nicht erfüllt hat. Dies hat jedoch nichts mit bedingungsloser Liebe zu tun. Hier versuchst du, deine Macht und Kontrolle über ihn auszuüben. Versuche dich daran zu erinnern, wenn du noch einmal solch eine Situation mit ihm erleben solltest. Zum Dritten kann es sinnvoll sein, deinen geliebten Herzensmenschen nicht inmitten von Unruhe, Stress und Hektik zu kontaktieren. Dabei kann es dir sehr leicht passieren, dass du unbewusst gewisse Signale mit deiner Kontaktaufnahme aussendest, die ihm vermitteln könnten, dass es dir eigentlich gerade zu viel ist. Auch wenn dies nicht der Fall ist, überträgst du deine gestresste Energie, wenn man es so ausdrücken möchte, an ihn. Ihr seid permanent in ständigem Austausch miteinander, auch wenn ihr keinerlei physischen Kontakt miteinander habt. Bedenke dies, wenn du dich in einer stressgeladenen Umgebung oder Situation befindest. Verschiebe dann deine Kontaktaufnahme auf einen späteren Zeitpunkt, wo du dich ruhig und entspannt fühlst. Zum Vierten kann es nachteilig für euch beide sein, wenn er dich darum gebeten hat, dass du ihm bitte Zeit und Raum lässt. Oder auch, wenn er dich klar darauf hingewiesen hat, dass deine Kontaktaufnahmen ihm zu viel sind. Dies gilt es für ihn und auch für dich zu respektieren. Das, was er zu dir sagt, das meint er auch tatsächlich in dem Moment so, wie er es sagt. Du bist gut daran gelegen, wenn du seine Meinung akzeptierst und respektierst. Denn sicherlich wünschst du dir auch von ihm, dass du respektvoll behandelt wirst und er ebenfalls deine liebevollen Grenzen akzeptiert. Darüber hinaus gibt es noch eine weitere Situation, in der du keinerlei Kontaktversuche starten solltest, denn dies wäre für euch beide sehr hinderlich. Wenn ihr beiden euch in der absoluten Kontaktlosigkeit befindet, die aufgrund einer Trennung und der Beendigung eures gemeinsamen Verhältnisses stattgefunden hat, so konzentriere dich auch hier auf den respektvollen Umgang damit. Er hat seine Gründe, weshalb er das tut. Und auch wenn du diese Gründe nicht verstehst oder auch nicht akzeptieren möchtest, so ist es äußerst wichtig, ihm diesen Wunsch zu respektieren. Es nützt dir und ihm nichts, wenn du dich mit aller Gewalt, Wut, Traurigkeit gegen diesen Wunsch von ihm verwehrst. Denke daran, dass du es sicherlich ebenfalls möchtest, dass das, was du sagst und das, was du entscheidest und tust, anerkannt und angenommen wird. Und zwar unabhängig davon, ob er oder ein anderer dies für gut befinden. Seid gesegnet, behütet und beschützt bei allem, was ihr tut. Ich liebe euch, meine geliebten Sternenkinder. Ich hoffe, du hattest viel Freude bei der heutigen Folge und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und eine wunderschöne Zeit bei allem, was du machst. Bis bald. Tschüss.